Und ich begrüße euch von hier unten. Und ich mache irgendwie nur noch Videos. Gerade. Und ich bin total im Let's Player-Feeling. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Holy shit. Nein. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen. Ah! Den aber. Piss dich. Irgendwo hier gab es einen Schalter und ein Herzchen für die liebe Connen, weil sie halt so ein Herzchen ist. Ich bin ja so lieb. Ein Schlüssel, so einzufallen. Und ratet mal, wo wir den einsetzen müssen. Ui, ja, das ist unfair. Das ist mies. Dafür konnte ich jetzt nichts. Okay, wir sind jetzt hier oben irgendwie. Sehen die Kugeln nicht echt aus? Total echt. Komm, große. Große! Schöne große sehen. Ja. Ich mag die Kugeln da irgendwie. Und ich habe schon wieder vergessen, mein iPod anzuschalten. Ich Vollidiot. Ich schalte einfach mal auf 8 Minuten. Weil ich einfach mal schätze, irgendwas zwischen 1 und 2 Minuten aufgenommen zu haben. Yeah! Ich traue mich nicht. Oh nein. Fuck. Komm her. Ich bin ja so glücklich. Komm her. Arschloch. So. So ein Zufall. Ein großer Schlüssel. Na, uff. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich ein Zelda-Hack spielen wollte? Aber der war auf Englisch. Ja, habe ich schon erwähnt. Der war auf Englisch und ich bin so gut in Englisch. Ich bin so Master in Englisch. Ich hasse diese Typen. Komm her. Pfeile. Jetzt kriege ich auch meinen Pfeil. Ich kriege meinen Pfeil. Bombe. Yeah. Okay, dann mal let's go. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Nur solange der Vorrat reicht. Boah. Ihr mies... What the... Seit wann können ihre Schädel fliegen? Okay. Okay. So. Aber ich brauche natürlich kein Licht. Es wäre zwar schön. Also, es geht rechts und links ist. Ich gehe erstmal rechts. Okay. So viel Geld. Aua. Okay, nein, ich habe doch keine Lust darauf. Ich habe genug Geld. Ich wurde regelrecht damit zugeworfen. Okay. Oh nein, nicht schon nochmal so und nicht schon nochmal so viel Zeug. Nein! Nein, nein! Nein! Oh mein Gott. Oh nein. Bams. Okay. Solange unser Vorrat reicht. Very schön. Oh. Das ist unfair. Das ist voll mies. Nein. Oh. Das war mies, oder? Komm her. Double Kill. Yeah. Komm her. Oh, ich bin schon gleich beim Boss. Ist das nicht schön? Boom. Ganz viel Geld. Lass mich in Ruhe. Drecksvieh. Komm her.
Aua, das habe ich nicht gezielt. Solange mein Vorrat reicht, war das. 10 Pfeile und ich weiß gar nicht mehr, was für ein Boss mich da erwartet hat. Aber ich habe eine Lebensversicherung. Genau das wollte ich. So, ich bin bereit. Oh nein, ich wusste es. Du hast einen Penis. Du Penner. Ja, die ganzen Bossen haben mal wieder ein Muster. Ey, Betrug! Ich verschieße meine verdammten Pfeile. Oh ja, stimmt. Fuck. Ah. Aua. Unfair. Welchen Boss ich absolut hasse, das ist dieser Boss in diesem verkackten Kaff da, in dieser Wüste und dieser dumme Wurm. Ja, ich habe es geschafft. Heroische Fanfare, ich habe gewonnen. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrara. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Ich bin total zufrieden und du Penner lässt dich treffen von meinen Pfeilen. Du hast nichts zu tun. Du hast nichts zu tun. Ich kann noch da runterspringen. Ihr hört, ich bin. Ich kann nicht sehen. La 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 la. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Ich wollte doch die Klappe halten. Jetzt kriege ich, glaube ich, auch die Rennstiefel. Wenn mich nicht alles trügt. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Conan, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Das hat sich gereimt. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Hui, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln, halte dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Very interesting. Nochmal! Okay, wo muss ich jetzt hin? Das ist die große Frage, wo ich jetzt hin muss. Die anderen beiden Amulette finden. Ha. Gut, gut, gut. Eines ist hier oben, das ist mit diesem scheiß Dreckswurm. Und das andere ist hier unten, das ist mit dem... Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen zuerst runter. Oder ich weiß nicht mehr, ob es egal war oder nicht. So, gut. Hyliasee. Was ist da versteckt? Interessiert mich nicht. Okay, wir müssen links runter. Na toll. Na toll. Ich bin begeistert. Naja, Leute, ich werde hier einen Schnitt machen und wir sehen uns dann wieder. Also, bis dann.